Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute ein kleiner Klugscheißer Blog. Es geht um Kilokalorien und Kilowattstunden, was am Ende beides Energie darstellt. Kilokalorien wird bei Menschen, Nahrung etc. eingesetzt. Und technische Bezeichnung ist die Kilowattstunde. Warum das unterschiedlich ist, weiß ich nicht. Hat sich halt irgendwann mal, die Nomenklatur hat sich so eingeschlichen, hat man irgendwann mal so festgelegt. Würde aber auch blöd aussehen, wenn ich sagen würde, hey, mein Brot hat Energie von 4 Kilowattstunde, weißt du? Wäre wirklich doof. Von daher ist es vielleicht besser. Also heute ein kleiner Klugscheißer-Block, und wenn Klugscheißer fliegen könnten, würde ich jetzt als Reiher an ihrem Teich stehen. Hallo, liebes Konishi-Team. Und hier eine Frage zu eurem Blog. Wie hoch ist der Stromverbrauch einer Wärmepumpe für eine Warmüberwinterung mit 15 Grad Celsius und einer Außentemperatur von durchschnittlich 6 Grad Celsius? Gibt es hier für Richtwerte? Und habt ihr Erfahrungswerte? Gibt es einen Circa-Wert für Kilowattstunde pro Liter pro 1 Grad Wärmeerzeugung? Beste Grüße und weiter so. Gruß Dietmar. Dietmar, das kann man alles nicht sagen. Und ich habe euch tausendmal gesagt, wie in einem kleinen Kind, das Heizen beginnt mit der Isolation. Also, wenn du, ich kann dir das jetzt ausrechnen, wenn du die Wände nicht isoliert hast, den Boden nicht isoliert hast und den Teich nicht abgedeckt hast, brauchst du so viel Energie, dass wahrscheinlich selbst mit Wärmepumpe deine Hausanschlussleitung an ihre Grenze kommt, wenn du es elektrisch machst. Oder wenn du es mit deiner Gasheizung machst, dass wahrscheinlich die Gaszuleitung zu deinem Haus warm wird, weil das Gas so schnell fließt. Wenn du aber Bodenwände und geil die Oberfläche isoliert hast, wirst du relativ wenig brauchen, aber genau sagen kann dir das niemand. Also, es hängt von der Isolation ab und durchschnittlich 6 Grad Celsius Außentemperatur. Das hängt dann von deiner Wärmepumpe ab. Das ist ja der COP-Wert, Coefficient of Power. Also, das ist das, was bei gewissen Gradzahlen Außentemperatur deine Wärmepumpe in der Lage ist, daraus zu machen. Also eine Wärmepumpe ist ja nichts anderes als, früher bei unseren Kenwood Autoradios haben wir es Verstärker genannt. Ja. Mit anderen Worten, du investierst in die Wärmepumpe 1 kW, jetzt ist die Außentemperatur 6 Grad, jetzt hat die einen COP bei 6 Grad von 4, dann kriegst du eine Wärmeleistung von 4 kW raus. Die modernen Wärmepumpen gehen, glaube ich, Poolwärmepumpen gehen, glaube ich, 16 COP. Also wenn es 35 Grad Außentemperatur hat und du investierst 1 kW, kriegst du 16 kW zurück. Und das ist, was ich oft sage, dann sollte man die Dinger eigentlich einsetzen und den Teich im Sommer richtig schön warm machen, dass man viel Konishi-Futter füttern kann. Ja, haben wir was davon, ihre Fische haben was davon und sie haben was davon, weil ihre Fische dann sorglos durch den Winter gehen und wir auch, weil wir viel Futter an sie verkauft haben. Also das ist der Circle of Power, also das ist der Glückskreislauf. Aber interessant ist mal, weil sich da nie jemand so wirklich, zumindest hier im Blog nicht, so wirklich Gedanken drumherum gemacht hat, wie definiert sich Wärme eigentlich? Wie viel Wärme brauche ich eigentlich? Weil das ist ja physikalisch, das weiß man ganz genau. Irgendwann hat man die Kilokalorie mal definiert. Eine Kilokalorie ist um 1 Liter Wasser um 1 Grad zu erhöhen. Ich glaube, das ist aber nur in einem gewissen Bereich zwischen 14,5 bis 15,5 Grad. In dem Bereich, um 1 Liter Wasser um 1 Grad zu erhöhen, benötige ich 1 Kilokalorie an Energie. Ja? Und wenn wir jetzt, ist ja auch eine Wärme, eine Energieangabe, so wie die Kilowattstunde, 860 Kilokalorien ergeben wieder 1 Kilowattstunde. Ja, ist interessant. Und auch interessant ist, weil wir ja immer wieder vom Brennwert, wenn wir unseren Lebensmittel anschauen, steht ja hinten was vom Brennwert drauf. 1 Gramm Protein oder 1 Gramm Kohlenhydrate liefern die Energie von 4 Kilokalorien. Fett 1 Gramm liefert 9 Kilokalorien und für alle, die es interessiert, Alkohol 7. Ja? Alkohol bildet hier eine Ausnahme. Also, und das ist jetzt wirklich mal spannend, wenn man das alles so gegeneinander rechnet und macht und tut. Wenn man sieht, Fett sind 9 Kilokalorien pro Gramm, heißt 1 Kilogramm Körperfett, das ist in der Tat so, weil es noch ein bisschen Wasser mit drin, dies, das, Ananas, hat, glaube ich, 8.500, zwischen 8.500 und 9.000 Kilokalorien. Ja? Man spricht ja von Kalorien. So.
Wenn man jetzt überlegt, ich gehe eine Stunde joggen, dann sind es 700, 800 Kalorien, wenn ich es ordentlich laufen lasse. Das heißt, um ein Kilo Körperfett rein über die Energie, was ich fürs Joggen benötige, zu verbrennen, müsste ich 12 Stunden joggen. Ich weiß, ist ernüchternd, aber ist leider so. Man hat aber dann den Vorteil, dass man durch das Joggen eine höhere Verbrennung hat, einen höheren Grundstoffwechsel hat, höhere Muskelmasse hat und dann insgesamt der Energiebedarf, den der Körper über den Tag hat, dadurch steigt. Aber das ist interessant, wenn Sie also zum Beispiel sehen, die Nahrung hat pro 100 Gramm 600 Kalorien, ja, dann heißt es, dass der Fettanteil relativ hoch sein muss, denn wären es rein Proteine oder Kohlenhydrate, könnte bei 100 Gramm maximal 400 Kilokalorien dabei rauskommen. Und wenn man sich die Zahlen, die beide Zahlen ein bisschen einprägt, um also auf den Kalorienrechnen oder auf den Angaben von den industriell verarbeiteten Lebensmitteln schaut, dann rafft man relativ schnell, wie sich das zusammensetzt und wie das alles funktioniert. Und wenn du jetzt deinen 20.000 Liter Teich anschaust, ja, ist auch mal interessant, jetzt machen wir eine ganz einfache Rechnung. Jetzt nehmen wir deinen 20.000 Liter Teich und sagen, wir wollen ihn um 1 Grad erwärmen, ja, von 14,5 auf 15,5 Grad, dann brauche ich da, 20.000, logisch 20.000 Kilokalorien, ja, ich will ihn ja um 1 Grad erwärmen. Eine Kilokalorie ist 1 Liter Wasser um 1 Grad erwärmt, 20.000 Kilokalorien geteilt durch, und jetzt wollen wir ja wissen, in Kilowattstunden, was kostet es mich nachher? Dann teile ich das genau durch die 860 Kalorien pro Kilowattstunde. Sind wir bei 23 Kilowattstunden bei derzeit, wir haben eine Erhöhung, kriegt 0,39, ist gleich, würde es 9 Euro kosten, um den Teich um 1 Grad zu erwärmen. Also das ist jetzt mal eine Angabe. Und dann ist natürlich die Frage, wo geht die Wärme hin? Habe ich eine Isolation, die verhindert, dass die Wärme ins Erdreich und in den Himmel zum lieben Gott geht? Oder bleibt sie in meinem Teich? Und ich sage Ihnen, mit den ganzen unisolierten Teichen denken Sie überhaupt nicht über die Wärme, über die Heizerei nach. Dann im Notfall, wenn ich sehe, meine Koi haben irgendeinen Kältestress momentan, dann ja, ansonsten Finger weg von der Stromheizerei, aber auch Gas und Öl und alles. Ist derzeit wirklich viel, viel, viel zu teuer. Und solche Schwächlinge sind die Koi dann auch nicht. Aber das finde ich super spannend, wenn man da mal ein Gefühl dafür bekommt. Und diese eine Kalorie braucht 1 Liter Wasser, um 1 Grad zu erwärmen. Nein, 1 Liter Wasser braucht 1 Kilokalorie, um 1 Grad wärmer zu werden. Und die 860 Kilokalorien sind 1 Kilowattstunde. Und Protein, Kohlenhydrate 4, Fett 9 Kilokalorien pro Gramm. Sollte man vielleicht noch hinschreiben. Pro Gramm. Dieses Programm ist jetzt zu Ende. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.